Guten Tag, liebe Leute und Gaming-Freaks, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Marals und wir spielen jetzt hier weiter mit einer schönen Runde Death Stranding. Wir müssen zu Hartman, weil der wollte uns noch irgendwas erzählen. Und dann sehen wir mal weiter, was es denn so noch für Aufgaben gibt. Augen zu und durch. Genau, Augen zu und durch. Alter, der muss immer die GDs anfassen. Sam. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht. Ja, und das ist noch nicht alles. Oh. Hartman, du müsstest dich mal hinlegen. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier. Eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Guy Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen fünf. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das sechste Aussterben erleben. Das sechste Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das?
der Eismann von vor 5300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Ah, nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein, ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EE-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hickson hatte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit der Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag. Wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Richtung Westen? Was soll er sein? Also ich habe auf jeden Fall schon lange den Faden verloren, Alter. Na, dann gucken wir mal. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten. Hä, schon? Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten.
paradoxerweise haben wir es nicht getan, weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Dann müssen wir jetzt einen Bunker bauen. Na gut. So, der Bot hat sein Ziel erreicht. Dann können wir den Kleinen auch wieder losschicken. Aber nur wohin? Ich würde mal sagen, hier hin. Zu dem Maestro. Let's go. Machen wir eigentlich nicht mehr davon, Alter. Das wäre so nützlich, das Ding. Okay, dann gucken wir mal. Das wird sehr schwer. Wie gerne die ganzen Fahrzeuge hätte. Verdammte Scheiße. Leiter haben wir nicht mehr. TCK müssen wir dabei haben. Ersatzschuh müssen wir dabei haben. Waffe haben wir dabei. Lastenschweber. Einer sagt viele. Wir müssen viel tragen. Alter. Uff, Bruder, uff. Alter, ich war den Horizont von dem Ding. Ach, da. Yo. Okay, dann würde ich sagen, packen wir den mal gleich aus. Wo ist er denn, der Lastenschwer? Da ist er. Oder lieber mal. Ist die Waffe da so? Ja, hallo? Fracht. So, genau. So, das auf den Lastenschweber. Das. Und das. Puh. Weiß aber nicht, wie lange das Ding hält. Oder warte mal. Warte, halt, stopp. Kann auch versuchen, dieses Spray mitzunehmen. Falls die Welt da doch futsch gehen. Ausrüstung. Warte mal, privater Spind. Hat man hier nicht noch welche angepackt? Nee. Das ist eher schlecht. Wetterapparatur. Scheiße. Können wir nicht mehr bauen. Ah, das ist sehr schlecht.
Gut, dann muss das halt ohne gehen. Kaffee hält ein bisschen länger aus. Oh je, oh je. Das wird ein Akt. Dafür mit dem Torrad auf jeden Fall mega easy. Wir haben natürlich kein Motorrad. Bitte wäre natürlich vielleicht schlauer gewesen, wenn ich zurückgegangen wäre nach Mountain Lake City oder wie das Ding heißt und da ein Motorrad rausgeholt hätte. Ja, mal sehen. Ich hoffe, das geht doch so. Ein paar Kristalle, dass der Lastenschweber uns nicht vielleicht noch ausgeht. Ich versuche auf den schnellsten Weg dahin zu kommen. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Ich schätze mal gleich, wenn uns die GDs noch ein bisschen auf den Brenner gehen. Weil wir schleichen müssen, ist jetzt alles nicht so cool. Umso länger ist die Fracht dem ausgesetzt, den Sturm ausgesetzt. Und wird natürlich beschädigt. Das ist nicht so cool. Schon auf dem Weg hier zurück. Und dann geht das wieder 19 Mal. Ja, ich wollte uns wieder auf den Sack gehen, ich weiß. Ich wollte uns wieder also bestmöglich auf Trab halten. Oh Mann, Alter. Scheiß Kackviecher. Okay, warte mal. Alter, es ist noch so eine lange Strecke, ne? Ich weiß nicht, ob das gut geht. Okay, die scheinen nur rechts zu sein. Ja, auch nicht. Alter. Das ist so eine Verzögerung, ne? Das macht alles die Fracht kaputt. Wir können doch nicht schnell gehen. Das ist absolut scheiße. Ich weiß auch nicht, wo bei denen die Sprays gelassen haben. Wir hatten eigentlich so viele gemacht, ihr habt. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich die hingepackt habe. Ja. Schnell hier durch. Sehr, sehr schnell. Ja. Das wird sehr, sehr schwer für uns, die Tour. Auf jeden Fall ein bisschen schnell sein.
Aber schnell ist halt, ne, anders. Das ist auf jeden Fall nicht schnell hier. Aber wir sind durch die IGDs durch. Das ist so schmort. Ja, ich hoffe wirklich, dass die so lange durchhalten, die Scheiße. Sonst haben wir echt ein Problem. Dann weiß ich echt nicht, wie der Plan B aussieht. Und Plan B wird sich bestimmt sehr strecken dann. Das sieht schon beschädigt aus, die Scheiße. Wie weit haben wir noch? Wir könnten es schaffen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen hier jala jala machen. Ich hoffe, das Schneebiet ist gleich vorbei. Hier haben wir das da. Nicht cool. Echt nicht cool, Alter. Let's fucking go, Sam. Ich weiß nicht, ob wir hier was herstellen können. Ich denke, wir haben auch hier kein Material. Komm, Sam. Let's go. Kämpf, du Schwein, kämpf. Oh, jott, oh, jott, oh, jott, oh, jott, oh, jott. Puh. Oh, wir können was herstellen. Nice. Okay, dann werden wir es safe schaffen. Easy. Easy. Oh Gott, Freunde, Alter, ich bin so, so unfassbar glücklich, ne? Uff. Wie sieht die Fracht aus? Ja, ich bin auf jeden Fall fit. Muss ja bloß noch irgendwo runterkommen. Erstmal hier runter. Raus ist ein Kackschnee. Dann können wir auch wieder relativ normal laufen. So, müssen aber noch ein gutes Stück. Und ja, ich weiß, hier sind GDs. Aber wir müssen die irgendwie umgehen. Was? Junge, was ist denn das für eine Ehre?
Hält halt an. Nein, Mann. Fachmenü. Rücken. So, Lastenschwerer. Können wir den unten? Nein. Wir konnten den doch unten auf dem Rücken tragen. Warte. Scheint nicht so, keine Ahnung. Müssen wir halt stehen lassen. Tschüss. Alter, das ist eine Ehre, ne? Wirklich. Krass. Schon wieder so viel Glück. Oh, endlich wieder Motorrad, Mann. Ist das geil. Das hilft uns ungemein. Das ist so noch das bessere Motorrad mit Langstrecke. Gut, wenn wir jetzt hier so lang fahren, dann müssen wir eigentlich drauf zukommen. Alter. Immer diese fucking schwulen Steine, Alter. Wer packt denn die Scheiße hier hin, Alter? Meine Fresse, ey. Das ist ja nervig. Macht das scheiß Bike kaputt. Oh, meine Fresse, Alter. So, was kommen die Spacken hier wahrscheinlich oder auch nicht? Vielleicht können wir die auch ganz sekund umfahren. Oh, der Bot hat sein Ziel erreicht. Sehr schön. Braver Bot. Dann muss das Ding hier irgendwo sein. Können ja mal scannen. Was haben wir hier zu liegen? Speziallieferung. Da unten steht irgendwas. Alter, what? Ist alles voller Teer? Uff, Bruder. Wartet mal, da gucken wir uns gleich genau an. Erstmal hier durchkämpfen. Alter, das ist alles Teer. Dann sind noch Ruinen von Hochhäusern. Das ist irgendwie eine Kreuzung oder so. Sam, du müsstest bald beim alten Baugrund sein. Such das Terminal und reiche dein Material zur Abwicklung ein. Ja. Ja, das müsste sein. Jo. No. Krank, Alter. Ding. Was für abwickeln? Hat? Bist du voll oder was? Was für abwickeln, Junge?
Okay. Ja, mal sehen, was sich jetzt tut. Uiuiuiuiui. Da ist ja so viel Scheiße hier. Gute Arbeit, Sam. Greif auf das Terminal zu und nimm das Relais in Betrieb. Das ist doch so haltendes, Alter. Nicht schlecht. Da gehört noch sehr viel Glück dazu. Wenn so nah am Tier. Nicht schlecht. Was ist das für die Strecke? Okay. Ja, dann müssen wir ein Glas haben. Ne? Und damit steht unsere Verbindung. Jo. Wenn du den Teergürtel durchquerst, ist das Ende in Sicht. Wir sind fast bei Amelie. Bei Amerikas zweiter Chance. Edgena City wartet. Die Leute, die wir schicken, errichten zuerst eine Schutzhütte. Mit der Zeit erweitern sie ihre Tätigkeiten und bauen eine neue Einrichtung. Damit führen sie das Vermächtnis der tapferen Seelen fort, die der Teer verschluckt hat. Alles dank dir, Sam. Jetzt überlegen wir, wie du den Teergürtel überwindest. Jo. Wir genießen erstmal hier die Aussicht. Der einzige Weg nach Westen führt hier durch. Mhm. Zu allem dürfte dein TCK nichts herstellen können, das dich auf die andere Seite bringen würde. Irgendwie muss es gehen. Wir dürfen nicht aufgeben. Zu viel steht auf dem Spiel. Vielleicht fällt uns ja hier irgendwas ein. Nach allem, was du durchgemacht hast, würde es mich nicht wundern, wenn du selbst schon ein paar Ideen hättest. Bruder, ich überquere den Tergürtel. Ja, ja. Bruder. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich finde einen Weg in den Tempel zu überqueren. Brand des Tempels. Ja, keine Ahnung, Alter. Irgendwas schwimmt auf jeden Fall. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Keine Ahnung, man. Wenn nicht, müsste ich da mal ein paar Infos sammeln. Wenn man da jetzt rüberkommt. Wieder alles voll mit GDs sein. Bei dem Brett ist hier nichts. Da müssen wir uns echt mal was einfallen lassen. Warte mal. Ist halt ein Schiff? Wait. Komisch aus. Also sollen wir jetzt hier mal hoch? Warte mal. Ich muss gucken. Wenn wir jetzt hier hochkommen. Wäre natürlich ganz cool.
Wenn wir jetzt erstmal hier hochkommen würden, aber geht nicht. Mann, Alter, was denn für eine Scheiße. Wieder hin. Ja, irgendwie kommen wir hier nicht rüber. Vielleicht soll das auch nicht sein, oder? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier irgendwie Map-Rand zählt oder so. Sam, ja. Schau doch nochmal in deinen Mails nach, ob wir nicht etwas übersehen haben. Wissen der Einheimischen vielleicht. Jemand, der dort draußen lebt, könnte was bemerkt haben. Wir eigentlich erstmal darüber gucken. Dann müssen wir kurz das Motorrad hier irgendwie stehen lassen. Ist das echt jetzt? Das ist echt mit Map-End oder wie? Schimmer. Scheint so. Die Mails. Doch durchlesen. Ich habe einen Teerprobenanalyse und ich muss sagen, Merkmale aufweisen. Gewöhnlicher Teer, den wir früher auf diesen Planeten kannten. Stoff aussterben zu sein. Anscheinend werden Objekte, die in solcher Teersammlungen versinken, teilweise oder auch vollständig in einen anderen Ort transportiert. Höchstwahrscheinlich zum Strand, nehme ich an. Demnach könntest du diese Atombombe auf die andere Seite geschickt haben, als du sie in den Kratersee geworfen hast. Wenn das Ganze eine Einbahnstraße ist, heißt das, dass alles, was in jeder Welt geschickt wird, theoretisch auch durch den Teer zurückgeschickt zurückkehren kann. Sie wird auch von Geschichten erklären. Ja, Gebäude, teils Teer verschluckt wurde und später unverändert wieder heraus auftauchten. Was einige faszinierende Schlussfolgerungen zulässt, findest du nicht, wenn der Teer ein Tor zu der Vergangenheit ist, die er verschlungen hat, könnte man ihn vielleicht irgendwie zu bringen, seinen alten Mahlzeiten wieder auszuspucken. What the fuck? Wie viel soll er her? Sollte er jetzt in den Terren latschen oder wie? Naja. Falls erstmal zum Ding zurück. Und dann muss ich mich mal irgendwie schlau machen.
Da weiß ich jetzt absolut nicht, was die damit meint. Ob wir jetzt einfach durch den Teller latschen sollen und woanders wieder rauskommen oder was genau. Ich hätte jetzt eher gesagt, irgendwie ein Boot zusammengeklatscht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Folge wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Und noch eine kleine Info. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche bis Donnerstag keine Videos hochladen können, weil ich da halt nicht zu Hause bin. Da bin ich halt die ganze Zeit unterwegs. Deswegen wollte ich mal euch die Info geben, dass da wahrscheinlich bis Donnerstag keine Folgen kommen. Freitag kommt auf jeden Fall wieder eine Folge. Dann läuft das wieder. Am Freitag. Und ja, habe ich auf jeden Fall genug Zeit, um zu gucken, wie wir hier mit dem Kack-Teer rüberkommen. Naja, wir werden sehen. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut da rein. Euer Marals. Tschüss.